selbst 10 Sekunden ist übertrieben. Wir sind ausgestiegen und da standen 3 Polizeiautos, die unser Taxi blockiert haben. Auf der anderen Seite sind Leute, die gerne hier hinkommen würden und nicht können und diese Freiheit so gar nicht haben. Ihr habt euch von uns einen Film über die europäischen Außengrenzen gewünscht und genau dahin bin ich jetzt unterwegs, allerdings nicht nach Griechenland und auch nicht nach Ungarn, sondern nach Nordafrika. Hier ist Marokko und das, was markiert ist, ist der kleine Ort Melilla, 86.000 Einwohner, liegt in Nordafrika, gehört aber noch zu Spanien und damit eben auch zur EU und hat dadurch eine Außengrenze der Europäischen Union. Angekommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das dahinter quasi, das ist Marokko. Auf der Seite, wenn man den Hügel da hinten sehen kann, das ist Marokko. Und hier, wo wir jetzt sind, das ist Spanien. Kamera auf YouTube! Hola! Das ist ganz witzig. Direkt hier neben ist ein Campingplatz, wo die Leute aus Melilla ihre Freizeit verbringen, hier direkt neben der Grenze. Das ist der Zaun, zumindest hier an der Stelle. Näher als 10 Meter darf ich nicht ran, wurde mir gesagt. Aber ja, ziemlich beeindruckend. Also es sind 3 Zäune hintereinander mit neuester Sicherheitstechnik. Geräuschmeldung, Bewegung, Kameras überall. Jetzt kommt gerade nochmal die Guardia Civil. Hoffen wir mal, die hält uns nicht an. Sí, sí, sí. Tenemos autorización. Permiso, sí. Sí, me pide la autorización, por favor. No, it's on its way at the moment. Hallo. Ich hatte so verstanden, dass wir ab 4 Uhr, also ab jetzt, den Zaun filmen dürfen. Wir stehen jetzt am Zaun und es hat keine 10 Sekunden gedauert. Dann stand hier sofort die Guardia Civil und die sagte, die bräuchten das als Papier vorliegen. Die haben auf jeden Fall unsere Fotos abgeglichen und wir kommen jetzt erstmal nicht in den Knast. Aber wir warten jetzt gerade erstmal nochmal. Also mittlerweile ist es 6 Uhr, das heißt, jetzt müssen wir definitiv die Genehmigung haben, dass wir den Zaun filmen dürfen. Von hier aus hat man so eine ganz gute Übersicht darüber, man kann bis nach Marokko gucken und jetzt klettern wir mal hier hoch. Okay, das ist krass, oder? Also man kann sehen, rechts Marokko, dann kommt so ein Erdwall mit so Wachposten dazwischen, das ist auch marokkanisch. Dann kommt der erste Zaun, spanisch, dann kommt der zweite spanische Zaun und dann der dritte spanische Zaun. Trotzdem finde ich, es kommt nicht so richtig rüber, wie das ist, wenn Leute versuchen, hier drüber zu klettern. Und ich habe auch ein bisschen im WDR-Archiv gekramt und ich habe euch ein paar Bilder rausgesucht, wie das aussieht, wenn Leute hier versuchen, rüber zu klettern. Also das Material, was ich hier rausgesucht habe, ist einmal von 2017 und einmal von 2018. Allerdings nicht aus Melilla, sondern aus einer anderen spanischen Exklave, Ceuta. Ich finde aber, daran kann man das sehr, sehr gut erkennen, mit welcher Taktik hier auch vorgegangen wird, um eben illegal diesen Zaun zu überqueren. Und zwar, dass sich in sehr, sehr großen Gruppen zusammengeschlossen wird. Also das sind mal 300, mal 500 Leute, das passiert in Melilla auch, wo man eben dann versucht, allein durch die reine Menge an Menschen die spanische Polizei eben zu überfordern, damit es wenigstens ein gewisser Teil dann eben auf die spanische Seite, also auch auf die Seite der Europäischen Union dann schafft. Das Ganze ist aber natürlich nicht nur extrem schwierig, weil da ja diese Zäune sind, sondern auch sehr, sehr gefährlich, weil die Zäune sehr hoch sind und weil die Zäune auch mit Stacheldraht ummantelt sind. Jetzt kommt gleich der Chef von der Border Patrol raus. Und dann können wir hier draußen mal ein paar Fragen stellen. If he could put it like underneath his... For example, if right now there would be like, I don't know, 500 people coming to storm either this crossing or part of the fence, what are the mechanisms of the police that would
start getting into action then. Du kannst von hier den Grenzübergang sehen. Die Tore gehen bis da oben und falls es zu einer Bedrohung kommt, können wir sie sofort schließen. Wir machen die Grenze komplett dicht. Einen größeren Angriff hatten wir aber schon seit Monaten nicht mehr. I feel like it's a hard job as a policeman here. What are maybe special abilities that someone has to bring with them if he wants to be a police officer here at the border? Es ist hart, aber die Grenze zu verteidigen ist nicht unsere einzige Arbeit, weil die Angriffe nur selten sind. Der Großteil der Arbeit ist, den normalen Personenverkehr zu gewährleisten. Aber auch das ist intensiv und man kann sich nicht entspannen. Man muss den ganzen Tag lang aufmerksam sein. Für das, was zwischen den Zäunen passiert, haben wir keine Kompetenzen. Aber sobald sich jemand auf spanischem Gebiet befindet, kann er bei uns internationalen Schutz beantragen. Guck mal, Mike, fix das auch. Das Ding, was auf dem Auto drauf ist. Das benutzen die, um herauszufinden, ob zum Beispiel unter dem Auto irgendwo Leute versteckt haben. Weil das, ich glaube, entweder das Atmen von Menschen, die sich zum Beispiel irgendwo im Kofferraum oder in irgendwelchen Klappen verstecken, oder ich glaube den Herzschlag, eins von beiden kann man damit rausfinden, sodass sich also Leute hier nicht in irgendwelchen Klappen von den Autos oder unterm Auto irgendwo verstecken könnten. Und hier vorne ist wohl eins der Zentren, wo man Asyl beantragen kann. So, wir sind jetzt hier vom Asyl-Office, Oficina Asilo, wo die Leute, die nicht über den Zaun klettern müssen, also Leute, die zum Beispiel einen Pass haben aus, ich nehme mal an, Afghanistan, Irak, Syrien vor allen Dingen, die können quasi mit ihrem Pass ganz normal durch die Grenze laufen, die müssen nicht über den Zaun springen und können dann hier sofort vor Ort Asyl beantragen. Obwohl der Zaun wirklich, wirklich gut bewacht ist und echt nicht leicht ist, darüber zu kommen, gibt es immer wieder Leute, die es trotzdem schaffen. Und mit einem davon sind wir jetzt gleich hier vorne an der zentralen Aufnahmestelle verabredet. Der möchte uns ein bisschen was darüber erzählen, allerdings nur unter der Bedingung, dass wir die Identität nicht preisgeben, weil er gegebenenfalls noch weiter nach Europa möchte und das respektieren wir selbstverständlich. Aber was ist nicht passiert? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was sind die Gefahren, wenn man über den Zaun drüber will nach Melilla? Was kann einem da passieren? Worauf muss man achten? Wovor muss man aufpassen? Ehrlich gesagt ist es von Anfang an sehr gefährlich, weil es drei Reihen an Zäunen sind. Der erste ist am gefährlichsten, weil er diese Dinge hat, wo du dir die Hände schneiden kannst und dann kannst du sehr viel Blut verlieren. Falls du es schaffst, über den ersten Zaun zu klettern, dann fangen dich die Militärs am zweiten. Und die schlagen dich. Sie schlagen dich und dann stecken sie dich in ein Gefängnis, wo sie dich drei Tage lang hungern lassen und dann schmeißen sie dich wieder auf die Straße raus, in irgendeiner Stadt, die sehr weit weg ist von der Grenze. Im Moment stehen wir kurz vor den Wahlen in Europa und viele junge Leute, die in deinem Alter sind, werden wählen können und entscheiden auch über, wie die Grenzen auszusehen haben, wie mit Geflüchteten umgegangen wird. Gibt es irgendeine Sache, die du jemandem in deinem Alter, der in Europa wohnt, vielleicht in Deutschland, was er wissen sollte über die Grenze, über die Geflüchteten hier? Wie man Immigranten behandelt, von marokkanischer Seite aus. Die pfeifen auf Menschenwürde und Menschenrechte. Und wenn wir dann hier ankommen, hat die Europäische Union nie irgendwas davon gesehen und man sagt, es ist doch nichts passiert. Aber es passieren viele Dinge hinter dem Zaun und dessen muss man sich auch bewusst sein. Tatsächlich deckt sich das, was der junge Mann aus Kamerun mir da erzählt hat, mit dem, was auch Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International immer wieder kritisieren, nämlich dass von marokkanischer Polizei und Militär Gewalt ausgeht gegenüber den Migranten und den Geflüchteten. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Hafen von Melilla und bin verabredet mit Laura von SEA. SEA ist eine Organisation, die sich in Spanien schon seit 40 Jahren für die Rechte von Geflüchteten und Migranten einsetzt. Und von der wüsste ich jetzt ganz gerne, wie sieht es eigentlich aus mit der Beziehung zwischen den Spaniern und den Menschen, die auf legale und illegale Weise hierher kommen. So, the European election is coming up. Some, you know, big decisions are about to make, like, is Europe shifting right wing? Is it, you know, staying liberal, whatever? If we would meet again in 1 year, what do you think would change and what should have changed?
Like what we have to seek for is have legal ways and legal paths to make people not risk their lives for coming. So if they could ask for asylum in embassies or like consulates, and they could come here without risking their life, without losing all they have. And then what we have to think is where are the borders? It doesn't matter if we are like here actually, or if we put it in Turkey or we put it in Morocco. If we are making like this with agreements, we are being, we are like trying to make it outer of our view, but still happening. And it's also our fault because it takes everything with agreements that it changed. Ich werde euch jetzt am Ende des Films nicht meine persönliche Meinung zu dem Thema sagen, denn dafür bin ich nicht nach Melilla geflogen. Ich bin hierher gekommen, um für euch einen Film über die Außengrenzen der Europäischen Union zu machen und euch zu zeigen, was es bedeutet, wenn die EU mit Ländern wie Marokko zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass die Problematik und auch diese ganze Diskussion nicht damit beendet sein kann, dass man darüber redet, ob wir jetzt einen Zaun, drei Zäune oder vielleicht sogar eine Mauer an den Außengrenzen brauchen. Ich glaube, man muss im Hinterkopf behalten, dass die Problematik in dem Land dahinter, wie zum Beispiel Marokko oder Libyen oder wo auch immer, damit nicht aus der Welt geschafft ist und auch nicht die Problematik in dem Herkunftsland der Menschen, die versuchen, hier hinzukommen. Ich würde mich freuen, wenn wir das alles im Hinterkopf behalten würden und in den Kommentaren respektvoll miteinander umgehen und ein bisschen darüber diskutieren können. Das war mein Film zur Europawahl. Hannah vom Kanal Follow Me Reports hat auch einen gemacht. Die war in Mayotte im Indischen Ozean. Das ist ein Überseedepartement von Frankreich. Den Film findet ihr hier verlinkt und unten in der Infobox.